Wir kommen zu unserem Kirchenrückblick. Die Kirchenreportage, ein fester Bestandteil bei TV Bayern Live. Und dazu darf ich begrüßen Andrea Hagen. Hallo. Grüß dich, Andrea. Wir kennen uns schon lange. Wir dürfen uns duzen. Stimmt, genau. Ja. Das war ja ein reiches Kirchenjahr, auch für die katholische Redaktion. Mhm. Ein Höhepunkt, wir haben es vorhin auch in der Sendung gesehen, war Regensburg. Ja. Kam sogar die Kanzlerin als Stargast. Ja. Mhm. Da habt ihr auch einen Beitrag geschnitten mit zwei Kollegen. Die heißen Elli und Froni. Und vielleicht schauen wir da gleich mal kurz rein. Genau. Gerne. Die Froni hier. Ja, grüß dich, Froni, ist die Elli. Ja, Elli, hi, wie geht's dann? Super. Und weißt du was? Ich komme zu dir, also nach Bayern, nach Regensburg zum Katholikentag. Und du kommst mit. Wie, was? Katholikentag? Und ich soll mit? Grüß dich, da ist Resi. Ja, also zum Katholikentag, ja, freilich geht der Froni mit. Du, die freut sich ja schon so. Also dann, vierti. Elli und Froni, das hat ein bisschen was von Comedy. Wie habt ihr euch das ausgedacht? Ja, ich als Bäuerin dann noch im Stall, das war wirklich doch relativ anspruchsvoll. Ja, wir wollten für die Sendung, wenn wir von Regensburg berichten, einfach mal was anderes machen als eine Reportage oder nur einen Beitrag. Wir haben uns so einen kleinen Spielfilm ausgedacht und haben zwei Kolleginnen, tatsächlich Volontärin und die Kollegin, als Elli und Froni tituliert. Die haben die Rollen bekommen und die erleben einfach als total normalo Mädels diesen Regensburger Katholikentag. Sind keine Theologinnen, sind nicht super fromme, die eine vielleicht ein bisschen mehr als die andere, aber sie wollten einfach dadurch Lust machen, hey, auch mal vorbeizuschauen in Regensburg. Und wenn man sich das Programm angeschaut hat, das war, glaube ich, ein paar hundert Seiten dick und da sind so viele Dinge drin, wo man sich sagt, was soll ich eigentlich in Regensburg? Und wir haben einfach mal so den Blickwinkel gewählt, geht hin, schaut es euch an, die Mädels haben gepunktet dann, was sie jetzt cool fanden, ob sie es irgendwie nach oben gewotet haben oder gesagt haben, naja, die Veranstaltung war jetzt nicht so toll. Sie haben den Bischof Voderholzer getroffen, auch so als Elli und Froni, der war natürlich irgendwie so, oh, was machen Sie hier? Wir haben mit Herrn Glück gesprochen vom Zentralkomitee, wir waren bei der Frau Merkel, bei der Bundeskanzlerin, leider nicht ganz persönlich, aber ziemlich nah dran. Also einfach mal so mit diesem Format zu zeigen, es geht auch anders und jeder kann da hinkommen. Es macht einfach Spaß und Laune und man muss nicht theologisch super gebildet sein oder super fromm sein, sondern ja, einfach mal schaut es euch an. Kirche ist vielleicht gar nicht so altbacken, wie man es manchmal denkt. Elli und Froni, die Namen muss man sich merken, das ist sowas wie Joko und Klaas, nur eben viel charmanter. Ja, okay. Und was die auf dem Kirchentag erlebt haben, die haben ja wirklich alles mitgemacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Oh, schau mal, Froni. Hey, wir könnten doch noch ein Eis essen gehen. Wir müssen uns jetzt erstmal die Meile anschauen. Guck mal, so viele Menschen, hey, das muss gut sein. Wir könnten doch nur Eis essen gehen. Ist doch egal. Geil. Aber ihr hättet schon gern nur Eis. Ja, das können wir danach. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also Arbeit ist es ja eigentlich nicht, für dich dann aber schon. Wer weiß, warte mal ab, das wird gut. Ja, aber schau mal, da sind lauter alte Leute. Wir sollen Idol. Ach Quatsch, guck mal, da sind Kinder. Ja, Kinder. Was möchte ich mit Kindern? Ich möchte junge, attraktive Männer hier. Komm, wir sind ja hier nicht zum Daten, ja? Dresi hat gesagt, ich soll einen gescheiten Katholiken mit heimbringen. Ah, das glaube ich dir nicht. Ja, freilich. Da kenne ich deine Mutter aber gut genug. Ach. Nein, nein, nein. Also wir müssen jetzt hier erstmal schauen. Schau mal. Was es hier nicht alles gibt. Gottesdienste, Podiumsdiskussionen, Konzerte, spirituelle Impulse. Was jetzt noch fehlt. Vanilleeis mit heißen Himbeeren? Nein, danke sagen für all die schönen Dinge hier.
Vanilleeis mit Himbeeren. Das mögen die RTL-Zuschauer. Ja. Was ist denn generell euer Anspruch bei diesen Kirchenreportagen? Das ist eine gute Mischung irgendwie. Also zum einen ist es natürlich die Information, wo wir sagen, was ist alles los? Was gibt es alles? Was gibt es an Veranstaltungen? Und zum anderen, ein großer Punkt bei uns ist auch, wenn wir die Themen aussuchen, der Service. Das heißt, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich in irgendeiner Art und Weise Hilfe brauche? Wenn es mir irgendwie vielleicht auch nicht so gut geht, wenn ich an einer Situation bin, wo ich sage, ja, wer könnte mir da jetzt helfen? Da stellen wir dann schon fest, da spielt dann Kirche und Glaube wieder eine Rolle. Wir hatten im August zum Beispiel eine Reportage, ein sehr intensives Interview mit einem Ehepaar. Das hat bei einer Motorradwallfahrt den Bruder und die Schwägerin quasi vor deren Augen sterben sehen bei einem Unfall, also auf der Straße, was ganz was Schreckliches. Und die haben aber sehr offen darüber erzählt, weil geholfen hat ihnen in dieser Situation ein Notfallseelsorger. Also ein Diakon der katholischen Kirche, der sich in der Situation direkt nach dem Unfall, aber auch jetzt noch Monate und Jahre danach einfach um sie kümmert. Und wenn dann das Thema Glaube irgendwie so ganz greifbar wird und man auch vielleicht so einen Strohhalm dann bekommt und in Form von Menschen, die einem helfen, dann ist es für uns wieder so ein Anspruch zu sagen, ja, hey Leute, das gibt es. Und ich glaube, das kann man, wir machen lustige Dinge, aber wir machen auch ganz ernste Dinge. Das muss man den Menschen einfach immer wieder sagen. Und gerade durch so ein Beispiel, wie durch dieses Ehepaar, durch dieses Gespräch zeigt man, Leute, Kirche ist für euch auch da, wenn ihr wollt. Auch nicht nur, wenn es lustig ist und wenn es Events gibt, sondern auch gerade in sehr schwierigen Phasen. Dazu gibt es einen Filmbeitrag, auch dazu, Notfallseelsorge. Mein Bruder, meine Schwägerin und wir zwei, wir haben schon öfters Motorradtouren gemacht. Ich wollte ins Dachauer Land gehen. Wir waren 20 Minuten unterwegs und dann war alles vorbei. Es war eine Katastrophe, es war grauenvoll. Ich habe die beiden im Straßengraben liegen sehen und ich habe sie nicht mal erkannt, wer ist. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass jemand da ist, der einen wirklich nimmt und tröstet. Meine Aufgabe heißt es, betroffene Menschen zu stabilisieren. Menschen, die jetzt gerade etwas extrem Belastendes erlebt haben, die gar nicht mehr klar denken können, die hilflos und geschockt sind, ihnen beizustehen und ihnen eine Brücke zu ermöglichen, aus diesem Schockzustand, aus diesem Trauma heraus hinüber in die Trauer zu kommen. Kirche ist auch, wenn es nicht immer lustig zugeht, aber Kirche ist auch wichtig und das zeigt sich auch an großen Events, auch an kulturellen Events. Ihr wart beim Münchner Filmfest. Das ist ein großes Aufgebot an Stars. Erzähl mal. Ja, wir waren da zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Also ich war da zum ersten Mal auf dem roten Teppich oder am roten Teppich. Das war schon sehr beeindruckend. Ich denke, das Filmfest haben wir deshalb auch so ins Programm genommen und als Auftrag angesehen. Wir kommen oft mit Prominenten, wenn wir mit denen reden, ganz intensiv ins Gespräch, dass die uns, ach, ihr seid von der Kirchenredaktion, dann erzählen die uns von ihrem Leben, auch von ihrem Glauben teilweise. Und das sind dann auch wieder sehr bewegende Interviews. Und beim Filmfest dachten wir, okay, lass uns da einfach mal mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen und zeigen, dass Kirche auch da ist. Weil das war auch umgekehrt ganz interessant. Auch Kirchenredaktion hier auf dem Filmfest, ja gut. Und da haben wir uns einfach mal so richtig gut unterhalten können. Und auch der Aspekt spielt bei uns eine Rolle, dass es viele Kinoproduktionen gibt, wenn man da nachschaut und tiefer geht. Das hat sehr viel einfach mit Glaube zu tun, mit Glaube und mit Religion zu tun. Also da kann man wirklich ganze, wahrscheinlich Diplomarbeiten drüber schreiben. Und das suchen wir uns dann auch noch ganz bewusst aus. Aber da waren wir einfach mal da und haben Prominente gefragt und erzählen lassen. Erstaunliches ist dabei zutage gekommen, das schauen wir uns auch mal an. Ja. Ich glaube, hier ist weniger Zwang. Hier ist, schauen die Leute, gehen wirklich ins Kino, nicht nur auf Feste.
gibt auch viele Veranstaltungen beim Filmfest, die in einem Biergarten sind. Und ich finde, das kann halt nur München haben, dass es einfach so ganz gemütlich und charmant ist. Ich freue mich auf den Fritz-Gerlich-Preis. Wir wissen ja, unser katholischer Filmpreis, den wir haben. Ich darf es ja gar nicht laut sagen, aber ich schaue wahnsinnig gern Actionfilme, wenn sie was rührt. But I also think Jean-Pierre is one of the best directors ever. Ein bisschen mehr so eine Familienangelegenheit. Andere Festivals sind etwas crispier. Und das ist schön, ja. Für mich ist das Filmfest München sowas wie mein, so wie mein Kindergarten. Also ich habe das Gefühl, ich bin damit aufgewachsen, weil ich aus München komme. Und ich bin damals immer ins Kino und in dieses Open-Air-Kino am Gasttag und habe gedacht, ich muss das auch machen. Das ist natürlich das, was man am meisten genießt, ist natürlich, dass eine ganz andere Stimmung aufkommt, jetzt wie zum Berlinale oder so, allein wettermäßig, wenn man draußen sein kann. München ist ja immer schon eine Filmstadt gewesen. Und die Begeisterung eben auch für dieses Medium ist ja schon hier zu Hause und hat mich auch angesteckt so in den frühen 70er Jahren. Und seitdem sind wir eigentlich dran, also gute Ideen zu entwickeln und sie auf die Leinwand zu bringen. Stars und Sternchen satt, möchte man sagen. Mhm. Ein Aufmarsch der VIPs, die auch manchmal ziemlich einsam sein können. Und dann kommt der Glaube wieder zum Tragen. Mhm. Nun habt ihr was ganz Verrücktes gemacht. Motorradwallfahrt nach Assisi. Genau. Wie kommt man denn auf sowas? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, wir eigentlich auch nicht. Wir haben es entdeckt. Das hat uns jemand zugeflüstert. Und dann waren die Schlagworte Bike und Beten. Und das fanden wir einfach total interessant. Dann haben wir gesagt, okay, Bike und Beten, wir schicken jemand mit und schauen uns das jetzt mal an, wie das so ist in Assisi. Das war echt ein Erlebnis, weil das waren richtige, richtige Freaks, also Leute, die schon lange Motorrad fahren. Zwei Ärzte waren dabei, die auch sehr, sehr intensiv erzählt haben. Also jetzt nicht so, ich sag nur so Raser, sondern die leben für ihr Motorrad und für ihren Glauben. Bikes und Beten, bitteschön. Franziskus hat ja seine Lebensthemen an unterschiedlichen Orten gearbeitet, die sich wunderschön mit dem Motorrad erreichen lassen. Denn da sind viele schöne Kurven hinzufahren. Es ist wie so eine Pilgertour. Die anderen halt zu Fuß machen, machen wir halt das mit dem Motorrad. Das ist die Verbindung, ist einfach toll. Dieser Ort ist für mich ein Ort der Besinnung. Einer, der mir hilft, zu mir selber zu finden. Der im Augenblick auch Franziskus heißt, was auch spannend ist, macht am Mittwoch immer Audienz am Petersplatz von 10 bis 11. Ich bin heute gestürzt, aber zum Glück nur ein Stück auf die Hüfte und es ist nichts gebrochen. Man sieht eigentlich auch nichts, ist nichts passiert. Dafür haben wir jetzt Herrgott gedankt. Das ist alles gut abgegangen. Die Motorradfahrer und ihr Schutzengel. Es sah ein bisschen wie Urlaub aus, da wäre ich auch gerne mitgefahren. Ja, ich auch. Nachdem ich auch irgendwann mal in grauer Vorzeit einen Führerschein gemacht habe, wäre ich zumindest am Sozius manchmal. Motorradführerschein? Ja. Also lang ist es her. Lang ist es her, genau. Ja, Biken ist wichtig, ist gesellig, ist auch sozial
in irgendeiner Form, man achtet aufeinander, es ist so eine Gruppe. Ja. Man holt auch die Leute rein und soziale Themen sind eigentlich der Schwerpunkt im letzten Jahr auch gewesen. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo man die Menschen auch gut abholen kann, wo Kirche einfach zeigt, das ist unser Angebot, da sind wir für euch da. Wir haben zum Beispiel eine ganz sehr schöne, wie ich finde, Reportage gemacht über die Caritas Sozialstation in Hallstatt im Landkreis Bamberg. Da ist wirklich der Kameramann und wir sind dann mitgefahren mit einer Sozialstationsbetreuerin, mit einer Pflegerin und zu den Menschen in die Wohnungen, die haben uns reingelassen und haben erzählt, wie wichtig das auch ist, dass jemand zu ihnen kommt, wie wichtig ist, dass die Kirche sich in dem Fall um sie kümmert. Oder wir haben was gemacht zum Thema Hospiz, Kinderhospiz, schon liegt eine Zeit lang zurück, wo wir auch gemerkt haben, da kommen wirklich auch Rückmeldungen an uns, an die Redaktion, die sagen, Mensch, toll, dass es sowas gibt. Wie können wir da unterstützen? Wie können wir uns da, wo können wir uns da noch hinwenden? Also das sind immer ganz intensive Momente. Oder Inklusion, das Thema Inklusion, ja, großes Wort, jeder spricht darüber oder viele sprechen darüber. Wir haben einen Chor entdeckt, einen Riesenchor, der besteht aus Nichtbehinderten und Behinderten, also sowohl bei den Behinderten mit körperlichen Einschränkungen, also im Rollstuhl oder auch geistig Behinderten. Die haben ein Konzert auf die Beine gestellt in Fürstenfeldbruck, wo wir nur gesagt haben, wow, also das Publikum war total begeistert. Und die Menschen, die Behinderten, die da mitgemacht haben, für die war das so eine Stärkung. Und uns ist es einfach wichtig, diese Bilder zu zeigen. Weil gut, da können jetzt vielleicht 200 Leute hingehen. Aber wir wollen es ja noch breiter. Wir wollen sagen, hey, schaut mal, was alles geht. Und deswegen versuchen wir diese sozialen Themen, wo man oftmals einfach ganz gut achten muss, wie spricht man mit den Leuten und ja, was sagt man denen oder wie nah darf man da rangehen? Aber die erzählen dann von ihrem Leben und wie toll das ist. Und bei dem Inklusionschor, also ich war wirklich platt, was die auf die Beine gestellt haben. Das war Wahnsinn. Inklusion im öffentlichen Raum, genau. Die Bahn soll Rampen schaffen, die Politik spricht von Inklusion. Und da passiert es einfach. Und die Menschen sind glücklich einfach und sind gut zueinander gewachsen, sind eine gute Gruppe geworden, genauso wie die Biker. Schauen wir mal, wie das klingt, Inklusionschor. Die Musik ist für mich das Leben. Ohne Musik kann ich gar nicht leben. Wir versuchen alle unser Bestes. Es waren auf jeden Fall natürlich am Anfang Berührungsängste da. Wie geht man mit diesen Menschen um? Im Endeffekt ist ein Chor immer ein Inklusionsprojekt, weil wir haben immer Leute, die keine Noten können, immer Leute, die schnell was lernen, immer Leute, die länger brauchen. Also ein Chor ist per se schon eine Inklusionsrunde. Ich bin ganz nervös und ich bin stark und ich darf das. Es war ein beglückender Abend, das zu erleben. Behinderte und nicht behinderte Menschen proben miteinander tagelang und erwachsene Freundschaften. Es war wunderbar zu erleben. Ein tolles Zeichen für Inklusion, wie das gelingen kann im kulturellen Bereich. Und es war super. Und ich kann sehr gut freuen, dass ich sehr gut geschafft habe. Tolle Stimmung, dadurch, dass der Saal voll war. Also in der Form habe ich so etwas Schönes noch nicht erlebt, muss ich einfach selber sagen. Faszinierend, was da auf die Beine gestellt wird. Da kann ich fragen, Integration mit, sind wir schon wieder drauf. Ein tolles Beispiel, wie ich meine, dass man zusammen harmonieren kann, das kann man so als Modell in Schulklassen, in Gemeinden übertragen. Also es ist im Oktober gelaufen, wir hatten auch tatsächlich sehr, sehr viele Zuschauerzuschriften zu gerade diesem Thema. Ja. Also ich merke immer wieder, wenn es um Themen geht, wo man sich einfach vielleicht ein bisschen drumherum drückt, weil es nicht so glamourmäßig oder so glanzvoll ist oder weil es vielleicht nicht so lustig ist,
gerade da bekommen wir unsere Zuschriften oder unsere E-Mails oder unsere Rückmeldungen und die Leute sagen, hey, ja, wie geht es jetzt da weiter oder gibt es da noch eine zweite Folge oder wo kann ich da mitmachen oder wo kann da mein Kind mitmachen? Es ist wirklich unglaublich. Wir planen ja auch schon wieder so ein bisschen fürs neue Jahr. Da haben wir haben eine Ministrantin, die ist jetzt gerade 18 geworden. Die ist leidet am Down-Syndrom und die dürfen wir jetzt auch mal begleiten. Die ist überall integriert in ihrem Dorf, also in der Faschingsgarde, die ist integriert bei den Ministranten, die macht selber jetzt sogar ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung und da dürfen wir mit der Kamera dabei sein. Das wird jetzt dann so in der ersten Januarwoche wird es werden oder in der zweiten und da freue ich mich schon total drauf, weil erstens, dass wir mitgehen dürfen natürlich, aber dass wir wieder so ein Beispiel haben und sagen können, hey, das ist eigentlich total normal, die gehört zu uns und das Dorf ist super. Also das ist wirklich, da schauen wir mal, aber die sind alle schon total begeistert. Ja, kommt's und mit der Franziska und dann machen wir das. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Auch so ein weiteres, also da geht's schon bei uns weiter mit diesen Themen. Eure Kirchenthemen haben ja bei uns bei TV Bayern Live einen festen Programmplatz. Ja, schön, einmal im super. Monat die Reportage. Genau, ja. Wo kann man denn eure Reportagen abseits von TV Bayern Live sehen? Wir haben einen YouTube-Channel, wie man neudeutsch sagt, das ist ein YouTube-Kanal, TVSMB, also für St. Michaelsbund quasi, das Haus, das mich entsendet, um diese Arbeit machen zu dürfen. Und auf diesem TVSMB-Kanal ist alles drauf, was wir jemals überhaupt für euch und für andere Menschen gemacht haben. Also alle RTL-Sendungen seit 2009. Ja, also, wer die Froni noch mal sehen will, zum Beispiel. Genau, TVSMB soll da drauf gehen. Das Kirchenjahr 2015 bei TV Bayern Live wird auch reichhaltig werden. Ja. Was ist geplant? Ja, wir haben schon so ein paar Ideen. Also die Franziska ist jetzt eine Idee. Dann möchte ich mich ganz gerne mit dem Präsidenten des Zentralkomitees der Katholiken unterhalten, mit dem Alois Glück, der uns immer gerne für Interviews zur Verfügung steht. Da geht es ein bisschen um Kirchenpolitik. Wir haben Jubiläen, die Salesianer zum Beispiel feiern 200. Geburtstag von Don Bosco, von dem Gründer. Gibt es auch so einiges, die Salesianer, ein Orden, der sich sehr stark um junge Menschen kümmert, weltweit. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Kirche und die Flüchtlinge, das Thema. Da tut sich sehr, sehr viel in allen bayerischen Bistümern mit Unterstützung, mit Helferkreisen, mit Solidaritätsaktionen. Ja, dann haben wir natürlich auch noch den Papst Franziskus. Da guckt man natürlich auch drauf, was da so in Rom passiert. Der ist ja für viele Überraschungen gut. Ja, schon. Also das schauen wir auch immer drauf. Dann haben wir unseren Kardinal Marx natürlich, der da oft in Rom ist und wichtige Themen bespricht. Ja, und wie gesagt, Franziskus und Rom, da lohnt es sich immer wieder mal einen Blick drauf zu werfen, mit dem Bayern-Bezug natürlich, weil wir sind ja hier eine bayerische Sendung auch. Eine bayerische Sendung, die den Sendeplatz wechseln wird, übrigens ganz nebenbei. Ab 2015 gibt es uns an selber Stelle, aber am Samstag. Am Samstag 17.45 Uhr, ab dann immer samstags. Und es gibt genügend Gründe, nicht die Sportschau anzuschauen, aus fränkischer Sicht oder wie man es definieren mag. Ja. Also bedanke mich sehr fürs Dasein. Das war der Jahresrückblick unserer katholischen Redaktion hier bei TV Bayern Live. Vielen Dank. Gerne. Danke, immer gerne. Kommst wieder gut nach Hause und ich freue mich auf viele spannende Themen im nächsten Jahr. Wir bemühen uns, Dankeschön. Sehr gerne. Und das war es hier bei TV Bayern Live in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns, bin ich sicher, im nächsten Jahr.